Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gameplays, willkommen zurück bei einer weiteren Folge SnowRunner. Wir haben heute ein Reparaturen. Müssen wir Straßenreparaturen hauptsächlich. Und die werden wir heute angehen und schauen, wie viel das wir schaffen. Fahren euch heute mit dem GMC, den man aus den DLCs kennt. Für so kleine Sachen. Sicher ganz brauchbar. Und jetzt holen wir Ersatzteile. Für die erste Reparatur. Wir brauchen Ersatzteile, please. Danke sehr. Und schon können wir mit den Generator feiern. Zum ersten Steinschlag rüberfahren. Sehr schön, den ersten haben wir erledigt. Wo haben wir denn den nächsten? Genau, Felsbrocken. Da werden wir sicherheitshalb auch gleich vorher holen, bevor wir darüber fahren. Na kommt, kleine Hüpfdrüllen. Ja, es ist, wie gesagt, Geländereifen und Straße, das funktioniert nicht. So, kurz auf die Karte geschaut. Okay, nächste links, dann eine rechts und immer geradeaus. Das sollte man hinbringen, auch ohne. Und mal schauen, wie viel das wir in dieser Folge hinbringen. Yippie-yay. Oh, so, einmal durch die
Pfütze und dann rechts und geradeaus das Schaff machen. Das schaffen wir, weil wir sind ja Experten auf unserem Weg. Bisschen Matschele. Lecker Matsch. Nein, nicht umfallen, nicht umfallen. Sag ja, wir sind Experten. Chaotische, aber Experten. Obwohl, ich denke mir, so für den Weg wäre wahrscheinlich ein Hubschrauber besser. Annehmen, Verfolgung starten, danke. Und fertig. So, da haben wir doch in der Nähe was. Ja, somit haben wir die Sachen, was wir da in der Nähe haben, alles erledigt. Ja, da haben wir, passt. Sehr schön. Das heißt, wir können, was haben wir da, Steel River Township, verlorene Container. Krantrag empfohlen. Holz für die Arbeiter, lange Stämme. Da braucht man einen anderen Truck. Da braucht man auch mittellange, lange. Okay. Aber ja, wir haben verlorenen Container, brauchen wir einen anderen Truck, also retour. Mal schauen, was haben wir auf Lager. Nein. Okay, damit ja. Aber ich will einen größeren Anhänger. Eindeutig besser geeignet. So, und was nehmen wir jetzt Feines? Wollen wir ein bisschen. Vier Slots, ja, das ist. Da haben wir Platz, da können wir fahren. Okay, eine rechts, eine links, das schaffen wir.
Ach, ich mag den einfach. Also, wir haben was zum Aufwärmen am Kran, also das sollte jetzt kein Problem ergeben. Rüberfahren. Ja, Karte, wo müssen wir denn überhaupt? Da ist der Container und das ist ein langer Weg. Okay, wie fahren wir denn da? Blödesten. Ja, okay. Die klassische Route, immer an der Wand lang. Und ich muss sagen, dieses Fahrzeug würde sich eigentlich ganz gut eignen für einen ferngesteuerten Truck. Vor allem die dreigelenkten Achsen sind natürlich ganz nett, hätte ich mal gesagt. Aber vielleicht mache ich das ja. Ja, ich glaube, mit denen werde ich öfters fahren. Der ist einfach nur geil. Kommt überall relativ schön durch. Auf der Straße neutral. Und schaut cool aus. Okay, er könnte schneller sein. Ein klein wenig vielleicht. Stückchen noch, dann müssen wir links rüber. Rum. So, da haben wir jetzt die Brücke und da gehören wir links. Schön gemütlich.
Aber so kleine Aufräumarbeiten, dass irgendwo was verloren geht oder was kaputt ist, zum Reparieren, das gehört natürlich auch dazu. Und ja, andere haben da auch schon viele Formate, aber dadurch, dass ich mehr die russischen LKWs bevorzuge, ja, ist das natürlich ein ganz eine andere Variante. Und sollte es LKW geben, die was ihr da gerne mal sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann schaue ich, was wir am Programm haben und was nicht. So, das war jetzt. Okay, die Strecke entlang. Da machen wir sich eine kleine Markierung. So. Lecker Matsch immer rein in die Soße. Baggerarbeit. Nach der Matschekurve. So ein Stückchen noch. Aber das ist ja mit dem LKW ja. Alles kein Problem. Oder dann holen wir uns den kleinen. Mal, ist das nicht ein niedlicher Container? Das ist ja mal echt nett. Also, Kranmodus. Ja, ich
kommt an mit einem Schwerlastkran. Yeah. So, na komm, na komm, na komm. Hab dich. Aber für das kleine Stück hänge ich es nicht ab. Schaut komisch aus, ist es auch. Aber jeder, der mich kennt, weiß im Prinzip, so eine Scheiße will ich im realen Leben auch machen. So, wo muss ich es abwerfen? Ach, gleich da. So. Dann wollen wir mal. Den Kran wieder herstellen. So, Frachtverwaltung. Und entladen. Na, das war doch. Ich sag, dann fahren wir halt da wieder. Dann würde ich sagen, wir bleiben da einfach mal. So. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus.